Wie hat euch der Abend gefallen? Ja, eh super. Ich war mit dem Basti in der Schule. Jetzt beendet man ja das Gespräch, oder? Sagen die Uniformen. Hilft die Uniform beim Frauenaufreißen? Nein, nicht wirklich. Nein. Wegen ihr bin ich da. Würden Sie sich zu den anonymen Alkoholikern zählen oder stehen Sie offen zu Ihrem Problem? Na? Kommt schon. Ich trinke nur ein Bier. Oder? Wie viel Alkohol braucht der Mensch? Schon einiges. Je nachdem, wer Lust hat, oder? Okay, und der Österreicher? Der braucht noch mehr. Wo viel Licht ist, können Sie das ergänzen? Na. Wunderbar, danke. Passt. Na, ich möchte die Antwort wissen. Ist es hell? Am Donauinselfest, die Musik wird jedes Jahr besser. Nein. Immer mehr Stars. Wegen wem seid ihr heute da? Wir kennen niemanden. Wegen der Bianca. Ja. Wegen ihr bin ich da. Ist mir ziemlich egal, muss ich sagen. Ich gehe wegen der Stimmung her. Es gefallen mir sowieso nicht alle. Das Staraufgebot auf der Donauinsel ist heute richtig groß. Wegen wem sind Sie heute da? Kolumbien. Kolumbien, ja. Wunderbar, vielen Dank. Wegen wem wart ihr da? Oder du? Wegen was? Das ist eine blöde Frage, oder? Sie sind nicht wegen einem besonderen Künstler da? Nein, auf keinen Fall. Der Gewinn von jedem Bier wird ja dieses Jahr direkt an die Flüchtlinge gespendet. Trinken Sie deshalb so viel? Ja, sicher. Sehr gut. Trinken für den guten Zweck. Ja, immer. Das könnten Sie irgendwo halt anschreiben, wenn das wirklich so ist, dass wir gewinnen. Mhm. Wenn es der Leute verkauft wird, dann ist das ja gar nicht. Ja, sie sollten informieren, weil keiner was. Ja, das haben sie zuerst gemacht, aber da waren sehr, sehr negative Reaktionen darauf und deshalb. Ja, dann haben sie aufgehört zu trinken wegen, und ja, nehmen sich dann die Getränke selber mit und so. Ja, weil sehr viel nicht hochflüchtiges haben. Ja, das war das Problem. Ja, okay. Ja, meine, ich finde es nicht schlecht, aber ich hole nichts von Jana. Okay. Ganz ehrlich, weil sie daten nicht umgekommen, wenn sie selber ein gescheites Land reden, eine gescheite Regierung und dann. Das ist einfach scheiße, meine Augen. Okay, aber warum trinkst du dann so viel? Weil du spendest ja quasi direkt. Das ist ja wurscht, aber es ist ja machen, was sie will. Du, wenn ich inoffiziell spende, so wie jetzt, habe ich kein Problem damit. Sie sollen damit machen, was sie will. Aber gerne, sie sollen sich was Gescheites aufbauen drüben, sie sollen sich eine gescheite Regierung aufbauen. Ja, mal Lulu, komm. Die neue Regierung plant ja jetzt, Musik, die durch Zuhilfenahme von illegalen Substanzen entstanden ist, völlig aus dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu streichen. Das heißt, keine Musik mehr von Künstlern, die Drogen nehmen. Da können wir auch dran. Da gibt es ja keine mehr. Also zumindest nichts außer Retortenmusik. Ich bin selber Musiker, also es geht nicht ohne. Ich sag nur Beatles, Led Zeppelin und so weiter und so fort. Und es geht ohne Drogen, kriegst so eine geile Mucke nicht zusammen. Da kannst du dann, naja, ich will jetzt keine Namen nennen, aber sowas auch hören. Kennen Sie überhaupt einen Künstler, der heute auftritt? Ja, natürlich. Das ist schon Blocking und. Ja, genau, die Zillertaler. Wunderbar, vielen Dank. Ja, hey, schöne Grüße vom Hölzlerclub Blumeneck, gell? Wenn einer von euch Bundeskanzler wäre, sagen wir, du wärst Bundeskanzler und hättest eine Vorliebe für männliche Körper, würdest du diese Vorliebe dann auch um jeden Preis geheim halten? Ja, sehr warmer. Die Männer sind am Donauinselfest besonders willig. Wie viel habt ihr schon ranlassen? Keinen. Keinen? Ist er schwul? Sebastian Kurz, ja. Angeblich, also es gibt stichhaltige Gerüchte, dass Sebastian Kurz homosexuell ist. Bisexuell. Wir leben im 21. Jahrhundert, sowas kann man. Wenn er warm ist, geht er rausgekommen. Nein, das soll sich nur outen. Er soll sich outen, wenn er bis ist, ist er bis. Das ist im 21. Jahrhundert nicht schlimm, oder? Ja. Wenn du Bundeskanzler wärst, ja, und eine Vorliebe für, sagen wir jetzt mal, männliche Körper hättest, würdest du diese Vorliebe dann um jeden Preis geheim halten? Nein, auf gar keinen Fall. Ich finde, das ist heutzutage nicht mehr notwendig. Ich war mit Basti in der Schule. Er ist nicht schwul, das weiß ich. Die Mädels sind ja dieses Jahr besonders willig. Wie viele hast du heute schon rangelassen? Heute? Ja. Ich bin erst seit 10 Minuten da, es waren erst 3. Was in Basti in der Schule hat dich nie berührt. Vielleicht ist er einfach nur nicht auf dich gestanden. Wir sind im selben Haus aufgewachsen. Im selben Haus sogar aufgewachsen, 12. Ja. In der Bischofsgasse? Ja. Ja. Da kommen wir gerade. Ja. Alles klar, also du wohnst immer noch dort, Sebastian wohnt ja auch immer noch dort. Einmal Meidling, immer Meidling. Einmal Meidling, immer Meidling. Und so sieht das auch unser Kanzler. Das Meidlinger L hat er aber abgestellt. Wieso? Keine Ahnung, hat er nie gekonnt. 4,50 für ein Bier, das ist extrem günstig. Wie sehr leidet die Qualität darunter? Das ist nicht extrem günstig, das ist ein normaler Preis, oder?
Naja, für Stonehenge-Fest ist es schon sehr günstig. Qualität leidet überhaupt nicht darunter, so ganz normales Bier. Spritzt uns das nicht auf oder nehmen wir ein billiges Bier? Nein. Wir sind verpflichtet, Hundekammer zu nehmen. Okay. Und die Hälfte des Preises wird dann gespendet an ein Flüchtlingsheim. Trinken Sie deshalb so viel? Nein, wird nicht gespendet, nein. Nicht. Behalten Sie sich. Also das ist nur ein Vorwand. Ja. Demokratie live. Jeder darf wählen. Tragen die Uniformen? Das wollte ich sagen. Nein. Wegen wem sind Sie heute da? Wegen wem? Ja. Na, wen meinen Sie jetzt im Speziellen? Naja, wir sind ja am Donauinselfest, sind zahlreiche nationale und internationale Stars. Deswegen will ich wissen, wegen wem Sie heute da sind. Wegen keiner der Stars. Wir sind dienstlich hier, oder? Ah, okay. Ja, die Polizei ist ja... Also können Sie gar nicht genießen? Nein. Nein. Okay. Und wie wichtig ist Ihnen Alkohol am Donauinselfest? Das ist auch so eine fadenscheinige Frage, einen Polizisten im Dienst zu fragen, was er, wie er zu Alkohol am Donauinselfest steht. Der ihn konsumieren will, soll ihn konsumieren. Okay. Soweit er das richtige Lebensalter erreicht hat. Perfekt. Dass es darf. Ja, bei den Frauen, die Frauen sind ja besonders willig auch am Donauinselfest. Wie viele haben Sie schon ranlassen heute? Jetzt beendet man ja das Gespräch, oder? Ja. Nein, okay. jetzt wirklich ins Blöde. Okay. Na, dann hätte ich auch noch gern gewusst, ob die Uniform, aber hilft die Uniform das schon, oder? Bei was? Beim Aufreißen. Wie gesagt, dieses Gespräch ist hiermit beendet. Okay.